Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Subnautica. So, was haben wir die Folgen gemacht? Wir haben eine Übersiedlung vorgenommen. Eine Übersiedlung. Zyklop, Motte und Krebs. Da ist der Zyklop. Ist jetzt alles da. Alles da. So. Was machen wir jetzt mit dem leeren... Moment. Also geht etwas schneller. Was machen wir jetzt mit dem leeren Zyklopen? Sofern uns nicht zerstört wird. Ja, da. Vielen Dank. Ich habe natürlich etwas Befürchtungen mit diesem Zyklopen hier. 95%. Moment. Ja, so. So. Ich mache den ersten Ausflug. Nämlich so. Ein Riesenbommel. So, da ist die Base. Natürlich könnte ich mir den Riesenbommel holen. Aber wer will denn das? Ja, euer, ich für den Ausbau der Base. So, was ist das? Super, Kupfer, super. So. Da muss ich überlegen, was sind denn das für Riesenbommel? Gold. Sehr wertvolles Eigentum der Gesellschaft. Ja, jetzt ist es mein Eigentum. Mein Eigentum. Super. Also ich bin ja noch immer der Meinung, gleich sind wir jetzt, dass das echt langwierig ist, dieses mit dem Bohren. Aber gut, muss ja sein. Ich glaube, wir haben echt viel Gold jetzt abgebaut. Glaube ich. Oder? Boah. Da ist noch mehr. So. Ist da was runtergerollt? Nein. Alles mein. Alles mein. So, ich muss mich kurz orientieren. Also. Gold. Aber jetzt haben wir so viel. So. Genau, in die Richtung ist diese Alien-Sache. Wenn ich in die Richtung weiter. Ja. Diese qualenartigen Dinge, und die kann man nicht einmal abbauen. So. So, diese Alien-Einrichtung wollten wir uns ja auch ansehen. Ich würde aber gerne tatsächlich mit dem Zyklopen hinfahren. So. Ah, schön. So, ich muss jetzt mal überlegen. Also, die Alien-Einrichtung ist da. Ich gehe mal in die Richtung. So, mir kann ja die Säure nichts anhaben. Ich fliege mal, solange das Triebwerk hält. So, jetzt geht's runter. Geschafft. Was war das? Oh, das war dieser Riesenbaum, dieser Lebensbaum, oder? Ich denke ja. Zu dem gehen wir jetzt. Passt doch. Lebensbaum. So. War da auch so ein Günther, so ein riesiger? Ah, Günther, glaube ich, gab es da gar nicht. So.
Ui, und... Uff. Sehr gut. Wow. Das sieht schon cool aus, oder? So, ich gehe da kurz raus und sammle diesen Bommel, weil ich stehe so auf den. Also, hinten mal nachsehen. Müssen wir ein wenig entleeren. Ach, geht noch. Ist das hier eh nicht gefährlich? Was ist denn das? Blei? Titan. Okay, Titan haben wir aber jetzt wirklich im Moment genug. So, hier ist ein Pommel. Nickel ist das, glaube ich. Ja. Ich hätte gerne ein besseres Triebwerk. Nickel, au! Das ist so, au! Okay. So, dann haben wir... Ist ja auch ein cooler Platz für eine Base hier. Mit diesem Lebensbaum. Da sind Sachen drinnen, coole Sachen meine ich. Erkaltete Schlote. Oh! Habe ich ihn aus der Flugbahn gebracht, geworfen. So. Hier rüber. Wir schauen einfach mal nach. Es ist ein kleiner Ausflug. Ich glaube. So, ich möchte bis ans Ende der Sackgasse und vor allem möchte ich diesen Rubin mitnehmen. Oh, diesen Rubin, ja. Ich glaube, da schwingt ein großer. So. Hm. 25 Grad. Da kaltet es wieder ab. Oh, so. Aber auch ein Pommel, ein Riesenpommel. Da ist jetzt diese Suppe grün und nicht. Das glaube ich ist Nickel, aber jetzt im Moment haben wir echt genug Nickel. Oh, das ist Titan, oder? Ja. So, ist hier die Höhle schon zu Ende? Was holen wir uns gleich? Super. Und das ist Titan. So, wir gehen da am Rand den Abgrund entlang. Astralizer Base, wo sind denn meine... Ach hier. 700. So. Geht sich das aus? Ich denke schon. So. Toller Ausflug, aber... Das war Blei, glaube ich. Ja, das geht sich aus. So, ich möchte nämlich die Sachen zurückbringen. Und nicht durch den Vulkan, also durch diesen Schlot. Ich möchte nämlich die Sachen zurückbringen. Und hier gibt es sowieso keine Gegner. Weil vielleicht finden wir da noch ein, zwei, drei so Nodes. Also diese Riesenpömpel. Dann schaffe ich es, die abzubauen. Außerdem wollte ich am Lebensbaum vorbeischwimmen. Ob die blaue Suppe auch giftig ist? Ich werde es ein anderes Mal testen. So, ja, den brauche ich natürlich nicht. Da wäre es gewesen. Ist aber Titan, oder? Ja. So. Durch Säurebecken. Da ist auch so ein Riesenpömpel. Okay, Titan, da gibt es da echt viel. Da haben wir kein Titanproblem. Kein Titanproblem. So. Welcome aboard, Captain. Hallo. Wir haben Gold gefunden. Nämlich ziemlich viel. So. Kupfer, Silber. Ich glaube, Silber und Kupfer haben wir auch gefunden. Und der Rest ist ja schon voll. Noch nicht. So, dann nehmen wir das ganze Blei raus. Und das Lithium. Magnetit. So. Oh.
So, und das Lithium hinein. Da habe ich gesehen, gibt es noch einen Nickelkasten. Nickel hier. Beim Gold. Den Nickel. Super. So. In die Richtung ist es. Na bitte, haben wir uns gut orientiert. Der Pömpel. Da gibt es echt viele Pömpel. So. Der Dicke hat uns nicht gesehen, dass der Dicke da nicht reinschwimmt. Gut, es ist ja auch der Lebensbaum. Haben wir das eigentlich schon gelesen, was der Lebensbaum so kann und macht und tut und hin und her und Ding? Jetzt war ich in der Base und habe nichts gegessen. Tja, ein wenig dämlich. Macht aber nichts, weil Wasser haben wir dabei. Ja, und das Essen. Ja, okay. So, ein Vulkanschlot mit Geldsäcken. So. Ich find's gut. Und da um die Ecke steht irgendwo der Krabs. Ich würde so gern da rein, aber da zum Beispiel, das kann ich alles abbauen hier. Na, no, die tanzen da aber ganz schön, so. Oh! Da will ich ja gleich runter. So, mein lieber Krabs. So, na gut. Komme ich jemals rauf, wenn ich da jetzt runter? Gut. So weit, so gut. Da ist ein Pömpel. Nein. So. Da geht's ja noch weiter. Komme ich da jemals rauf? Klingen tut's nicht mehr gut. So. 1300 Meter, sind das 1300 Meter? No risk, no fun. 50 Grad? Bloß so? Lava? Was ist das? Finde ich da wieder raus? Habe ich eine Boje hier mit? So, gut. Habe ich da gerade einen Warper gehört? So, wir schauen einmal, ob wir es überleben, wenn wir da versuchen rüberzukommen. Nein, nein! Ja, mach dein Ding. Boah. Boah, so. Ja. Schnell reparieren. Natürlich da etwas unangenehm. Ich sehe dich da hinten. Oh, wie lange?
Fisch war das. Kann ich den essen? Lavalarve. Einheimische Lebensform. Naja, da will ich jetzt auch nicht wohnen. Was ist das für ein Zeug? Blei. Okay. So. Und hier auch noch. Blei. So. Ist aber andererseits keine schlechte Idee. Ich gehe mal so... Oh, Nickel. Ich gehe mal so vor. Okay, da ist der Whopper. So, Larve. Wenn ich da so rüber gehe... Komme ich hierher. Aber ich glaube, da ist relativ sicher wieder. Leuchtende Dinger. So. Nickel, ganz schön viel Nickel. So viel Nickel brauche ich nie. So, wieder Luft holen. Wir schauen mal in die andere Richtung. Was? Was macht das hier? Du willst meine Krebs fressen. So. So, da drüben komme ich wieder raus. Okay, das ist da. Ist echt. Okay, dafür brauche ich den Zyklopen. Sehr schön. Ja, das ist super hier, aber ohne Zyklop kann ich da gar nichts tun. Nein. Da wäre Nickel. Den lasse ich jetzt einmal liegen. Okay, also hier runter das nächste Mal mit dem Zyklopen. So. Das heißt, wir probieren jetzt einfach wieder rauszukommen hier. Ich hoffe, der kommt da nicht. Ist so super, dieser Krebs kann alles, wird aber von einem kleinen tiefen Pilz aufgehalten. Lavalarven. Okay, so. Das heißt, wir gehen hier wieder rüber. Oh. Ja, es geht super. Mit dem Wurfhaken bin ich echt sehr zufrieden. So ein wenig hängen lassen. Ist auch super. Oh. Ein Riesenbommel. Bauen wir den ab? Ja. Damit wir etwas getan haben. Uff. Ist aber schräg da. So. Das war jetzt aufregend. Gut. Das heißt, wir haben unter diesem Lost River noch einen Vulkanfluss, Lavafluss, wie auch immer. Ja, gut, dass wir den Zyklopen hergebracht haben. Wie tief ist das? Kommen wir da mit dem Zyklopen überhaupt hin? Ich hoffe. Wir werden sehen. Das können wir gleich machen. So, Titan, fertig? Nein, ein kleines Bröckchen noch. Ja, das kommt weg. So. Fluid. Nämlich hier. Vital signs stabilizing. Super ist das. So.
La 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 la. Titan. Hallo. Okay, das muss ich noch ein wenig üben. Noch mehr Nickel. Gut, da muss ich definitiv, aber das ist auch groß genug, da muss ich mit dem Zyklopen her. Also groß genug, das ist so. So, wir laden wieder. Will haben. So. Nein! So. Wir laden einmal auf. Wir müssen unbedingt schauen, wie hoch die, also wie tief die Tauchtiefe vom Zyklopen ist. Ach, war das schön. Ein schöner Ausflug. Der eine hat mich aber ziemlich hergerichtet. Also das war, ja, das war schon ganz schön wild. So. So, da haben wir auch noch was. Und jetzt testen wir das, wir testen das. Das ist nicht giftig. Kristallines Uranit. Brauche ich das? Hier ist noch einer. Und Blei. Das ist okay. Ach ja, das brauche ich nur für Kernkraftwerkssachen. So, wir machen ein wenig Überlänge heute. Mit dem Hintergrund, ich will den Krabs zurückbringen. Die 500 Meter schaffen wir gemeinsam. So. Ja. So. Verbesserte Sprungtriebwerke wären schon auch ein wenig der Hammer. Hänge ich da jetzt? Oh. Jetzt hänge ich? Nein, ich hänge. Ich hänge wirklich. Okay. So, dann würde ich sagen, nachdem ich sowieso hänge und es hier nicht weitergeht, danke ich fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.